Willkommen zurück in der virtuellen Realität. Mein Name ist Thomas und ihr schaut Voodoo.de VR. Heute zocken wir Blaze Rush auf der Quest 2 und das ist ein super cooler Arcade Racer. Absolut geil. Das ist quasi wie damals Micro Machines, falls ihr das noch kennt. Wie die Ansicht ist von oben, wir haben so kleine Autos und wir müssen dann verschiedene Rennstrecken meistern. Wir haben Waffen, wir haben verschiedene Modi. Zum Beispiel haben wir auch eine dicke Walze, die von hinten kommt und versucht uns zu crushen. Das ist sehr super und ich zeige euch einige Levels mal in diesem Video. Alle Infos zum Spielpreis, Release-Plattform und Spielposition findet ihr in der Beschreibung. Danke an meine Sponsoren, Voodoo VR, Opperman Events, Virtual Escape, Slim Beats, JN Design Media und VR Rock Prescription Lenses. Viel Spaß mit dem Video und los geht's! Voodoo.de. So Leute, willkommen im Spiel. Ich bin hier schon ein bisschen am Start. Das ist hier unser Hauptmenü. Wir können das alles mit den Thumbsticks hier steuern. Wir haben den Adventure und den Star Trek Modus. Adventure ist so ein Story Modus und hier können wir dann halt in einige Rennstrecken direkt reinspringen. Und wir haben den Party Modus. Da können wir ein Spiel hosten, finden oder ein schnelles Spiel machen. Und in den Settings sehen wir hier noch die Steuerung. Auf A machen wir Boost, auf B ballern wir. Geht aber auch mit der Trigger oder der Grip-Taste und mit dem Thumbstick steuern wir das Auto. Und hier haben wir dann noch Vibration, Sound und Voice-Chat können wir anmachen. Ja, und wir gehen jetzt einfach mal in die nächste Runde. Das habe ich hier alles schon gezockt und jetzt kommt das hier, Scrapyard Cup. Ja. So, wir müssen das jetzt gewinnen, damit wir tatsächlich in die nächste Runde kommen können. View Car. Ja, nehmen wir das mal. So, jetzt bin ich gespannt. This is it, your first real race. Remember, you have to finish among the top 3 to earn Cup and Points. Cups are required to unlock more races and points. Ja, wir müssen also unter die besten 3 kommen, um irgendwas zu gewinnen. Bin mal gespannt, ob ich das schaffe. So, das ist so geil gemacht. Guck mal, wie schön das aussieht. Und guckt auch mal so auf die Umgebung. Wir sind ja auf einem Schrottplatz hier. Jetzt habe ich zum Beispiel eine Waffe. Die bringt mir aber im Moment nichts, weil ich ganz vorne bin. Die kann ich jetzt... Jetzt bin ich nicht mehr ganz vorne. Jetzt kann ich sie benutzen. Seht ihr das? Bam, bam, bam. Ich bin logischerweise der mit dem roten Pfeil vorne. Und es gibt manchmal auch noch so Nitro-Booster. Die kriegen aber nur die Fahrzeuge, die nicht auf der ersten Stelle sind. Boah, dem habe ich jetzt aber gegeben. Alter! Ey, der hat es mir auch gegeben. Drecksack. Scheiße. Jetzt habe ich einen Booster, drücke ich auf A. So cool gemacht. Das ist sehr, also es ist halt wirklich einfach zu verstehen, aber man muss halt auch wirklich gut fahren und auch immer gut ausweichen. Jetzt bin ich schon wieder fast im Arsch. Und tschüss. Oh, das war fies. Jetzt bin ich weit hinten gelandet. Boah. Aber seht, wie schnell das alles geht, ne? Bin ich jetzt ernsthaft ins Ziel reingeflogen? Ich habe jetzt gar nicht... Auf welchem Platz war ich denn jetzt? Auf jeden Fall nicht am letzten, glaube ich. Sehen wir jetzt. Am zweiten! Ja, das reicht ja wohl, ne? Achso, wir haben dann noch so verschiedene Aufgaben. Super! Scrap, ja. Und jetzt sind wir schon im Dschungel. Forestry, guck mal hier, ey. Irgendjemand in den Dschungel, würde ich sagen, ne? Auf X. Ah, wir haben nur das Auto. Ne, haben wir nicht. Moment. Das hat auch alles einen Unterschied. Seht ihr das hier? Masse. Ja. Beschleunigung und Grip quasi. Das hier ist so ein fliegendes Auto. Das hat eine scheiß Beschleunigung. Ich würde sagen, wir nehmen trotzdem mal den Panzer. Geil. Das sieht ja auch cool aus. Also, gefällt mir wirklich gut. Hammer. Und das macht natürlich dann auch im Multiplayer Bock, ne, wenn du dann gegen Leute zockst. Ram, 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 ram. Hey Leute, lasst mich doch mal durch. Yes.
Fuß! Jawohl! Oh nein, scheiße. Er hat mich selber ins Knie geschossen. Der Panzer ist schon irgendwie geil, ne? Wie sie alle um die Kurve driften. Der schießt. Schießen gleich. Ja, das war klar. Das war klar. Ich aber auch. Ich aber auch. Nein! Nein! Ich glaube, war ich Erster? Ich glaube schon, ne? Ins Ziel hat er mich reingeschossen. Ja! Super, oder? Geil. Forestry. Alter Latz, hier gibt's aber echt einiges, ne? Jet Propulsion. Ja, dann gehen wir mal ins nächste. Ich meine, ja, das ist ja natürlich schon echt abgefahren, finde ich jetzt. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass man das hin und wieder mal zockt, ja? Also, das ist jetzt schon ein Spiel, was man vielleicht auch mal länger als nur 30 Minuten zockt. Vielleicht nicht am Stück, aber hin und wieder kann man das durchaus mal machen. Hey, geil, guck mal! Jetzt kann man hier Sägeblätter schmeißen. Oh, shit! Scheiße. Natürlich, aber der hat nur einen Schuss dann quasi, ne? Yes, der hat gesessen. Jawohl! Schön aufgeräumt. Und oh, der schmeißt aber jetzt auf mich natürlich. Oh, hat er nicht getroffen. Oh, oh, oh. Oh nein, 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 nein. Lass mich! Nein! Drecksack. Scheiße. Go, go, go. Nein! Das war knapp. Alter, hier fliegen die Dinger aber echt um die Ohren. Nein! Ha! Nein! Scheiße! Am Schluss noch Zweiter geworden. Aber das macht schon wirklich Bock, oder? Also, ich finde das Spiel toll. Kill the leader. What's that noise? Was haben wir hier noch? Ich weiß nicht, was... Überall da, seht ihr, wo wir so einen Pokal haben, da haben wir irgendwas schon gewonnen. Avoid the roller and try to die less injured. Ah, guck mal. Oh, jetzt habe ich, glaube ich, den falschen. Ich glaube, ich hätte einen mit... Oh! Mit weniger Beschleunigung nehmen... mit mehr Beschleunigung nehmen sollen. Oh je, oh je. Scheiße. Nein, nein! Kacke! Scheiße, ich hab's schon verkackt. Jetzt spielen die anderen weiter. Boah, das ist aber geil gemacht, oder? Guck mal, wie cool. Der gibt ja richtig Gas. Zack, im Sack. Oh oh, next round. Jetzt lasst mich mal in Ruhe hier. Ich muss den Knie ausweichen. Nein, nein, nein. Problem ist, wenn du ganz vorne bist, dann ballern ja alle auf dich. Und das ist dann immer eine schwierige Sache. Oh, Kacke! Nein! Hä, so schnell kann meine Karre nicht fahren. Das ist bekloppt. Aber sau cool. Gefällt mir mega gut. Vor allem, dass du hier auch so Abwechslung hast. Ne? Ich meine, in welchem Rennspiel fährt denn so eine Walze schon hinter dir her? Ach Leute, kommt schon.
Wie lange geht das übrigens? Oh, scheiße, nein! Gefällt mir. Gefällt mir absolut gut. Und ich glaube, wenn man das so in der Runde zockt, vielleicht sogar vor Ort mit 3-4 Quests, dann ist das Geschrei groß, ja. Ich meine, kann es natürlich auch über Voice, aber so ist es natürlich ist dann auch sau cool. Jawohl. Irgendwann nimmt er sie einfach alle. Ey, ich frag mich, wie lange das jetzt geht. Ehrlich gesagt. Nein! Oh! Nein! Scheiße! Geht anscheinend unendlich lange irgendwie. Ah ne, this is the last round, okay. Nervt mich nicht. So geil, wie der dann auch hupt, ne? Also das ist schon wirklich toll gemacht. Jo, finish. Wer hat jetzt gewonnen? Ich aber glaube nicht, ne? Dritter. Hä, sau cool, oder? Also das ist doch wirklich mal ein geiles Spiel. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Ja, dann hast du ja noch Time Race. Hier können wir dann wieder auf den Scrap. Ja, dann sind wahrscheinlich wieder irgendwelche Käfer oder so. Rocket Roll. Toll. Absolut schön gemachtes Spiel. Ja, und hier kannst du dann Space mit einem Spaceship rumfliegen. Ich find's geil gemacht, Leute. Ich find's wirklich toll gemacht. Und kann ich sehr empfehlen. Wir gehen mal zurück ins Studio und dann reden wir mal darüber. Blaze Rush. Ja, das Spiel ist ja schon auch älter, ja, aber das gibt es jetzt halt auch dann bald auf der Quest 2. Und das hier ist die Seite aber noch von der alten Oculus Rift. Ich weiß nicht, ob das derselbe Preis später sein wird. Das Spiel ist auf jeden Fall super toll gemacht. Ne? Ist ja auch mal was anderes, nicht aus der Ego-Perspektive, sondern aus der Ansicht von oben das zu zocken, ja. Und dann hast du verschiedene Strecken, du hast dann zum Beispiel diese geile Walze, die dann von hinten kommt, wo du dich dann beeilen musst. Super tolle Spielmodi und absolut spaßiges Spiel und im Multiplayer ist das sicherlich nochmal eine Ecke cooler. Gefällt mir absolut. Super toll und kann ich sehr empfehlen. Wenn ihr die Quest 2 noch nicht habt, was meine Lieblingsanfängerbrille ist, in der Beschreibung findet ihr die Links, wie ihr das auch nach Deutschland bestellen könnt und dann auch auf Deutsch zocken könnt. Danke fürs Zuschauen, Daumen nach oben und wir sehen uns beim nächsten Mal in der virtuellen Realität. Haut rein, ciao. Voodoo.de